Ja, ein ganz, ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Untitled Goose Game. Der Typ hat wieder seine richtige Brille auf, das finde ich relativ schade. Und alle Sachen wurden hier anscheinend zurückgesetzt. Wir haben aber tatsächlich die Aufgaben trotzdem erfüllt. Okay, gut, das funktioniert genauso wie, im anderen Bereich. Wer hätte es gedacht? Wir müssen immer noch den Besen zerbrechen. Keine Ahnung. Wir müssen immer noch jemanden dazu bringen, seine eigenen Sachen zurückzukaufen. Wie? Und geh einkaufen. Lege in den Korb Zahnbürste, Klopapier, Haarbürste, Konservendose, Reinigungsmittel, Obst und Gemüse. Das dürften wir aber eigentlich hinkriegen. Dazu würde ich erstmal, glaube ich, den Korb hier nehmen, weil sonst kommt die Alte da an und will uns alles wieder wegklauen. Das heißt, wir schieben den Korb mal hier vorne hin. So, und dann fangen wir mal an zu klauen. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich gerade weiß, wie ich es machen soll. Wie sollen wir jemanden dazu bringen, seine eigenen Sachen zurückzukaufen? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Kann der Junge irgendwas hier kaufen? Vielleicht will er ja hier ein Spielzeugauto haben. Hey, Junge! Hey! Junge, Junge, Junge! Junge! Oh nein, jetzt holt sie den Besen. Ne, sie holt doch nicht den Besen. Das Spielzeug ist jetzt deins, ja? Und dann klaue ich es gleich wieder und dann kannst du es wieder kaufen, okay? Junge? Wo ist der Typ? Hey! Ach, da vorne. Da. Viel Spaß damit. Geil, oder? Ja, ist deins. Nimm es! Nimm! Ach Mann, ey, mit dem kann man auch echt nichts anfangen. Guck mal, ich versteck mich. Ich versteck mich. Er will zum Flugzeug. Ja gut, soll er machen, soll er machen. Pass auf, wir machen erstmal weiter mit den Sachen in den Korb legen. Eine Zahnbürste. Ich glaube, ich weiß, wo die Zahnbürste war. Die haben wir ja letztes Mal schon mal einmal ganz kurz gesehen. Die war hier vorne im Mülleimer, ne? Sag mal, die will mich doch mit dem Besen weglocken, oder? Kann ich den Besen eigentlich auch greifen, wenn sie mich nimmt? Fällt mir gerade auf. Ja, hier, ich bin hier. Sie nimmt den Besen. Okay, mal gucken. Kann ich den Besen auch greifen? Ja, ja. Ich kann nehmen. Nehmen. Zieh. Geht das? Oh, das hat funktioniert. Das war einfacher als gedacht. Und ich versuche das irgendwie in der Telefonzelle einzuklemmen oder so ein Bums, ey. Okay. Gut. Ja, alles klar. Einfacher als gedacht. Gut. Nimm mal ganz kurz den Deckel weg. Ich muss nämlich hier die Zahnbürste einmal nehmen. So, einmal am Boden und nein, nicht das Ding. Ja, genau, die Zahnbürste. Perfekt. So, die Zahnbürste muss in den Korb. Ich glaube, die wird ja hier keiner vermissen. Die wird ja keiner wollen. Dann packe ich die hier vorne einmal in den Korb rein. Hallöchen. Und zack, ist drin, oder? Zahnbürste, genau. Klopapier. Und Haarbürste, Konservendosen. Ach du Kacke. Da vorne sind Konservendosen. Da können wir doch bestimmt eine vom Mopsen, oder? Keiner gesehen, hat keiner gesehen. Wir sind ganz schön sneaky. So, Dose dürfte auch drin sein. Jawohl. Haarbürste, Reinigungsmittel, Obst, Gemüse. Okay, Obst, Gemüse nehmen wir uns mal von da vorne weg. Wo ist die Alte? Wo ist die Alte? Dann nehmen wir uns mal hier so eine Karotte. Zack dich. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf eine Karotte. Oh, ich habe schon ewig keine Karotte mehr gegessen. Ich habe die früher immer gegessen. Obst und Gemüse. Beides zusammen Abgabe. Let's go. Reinigungsmittel, Haarbürste. Reinigungsmittel. Wo ist denn Reinigungsmittel? War hier in der Ecke nicht irgendwo was von der letzten Folge? Da hatten wir doch... Wäre hier vorne nicht was? Jawohl. Ist das Reinigungsmittel? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, indem wir es jetzt einfach mal in den Korb legen. Vielleicht hätten wir den Korb auch einfach rechts zur Hecke stellen sollen. Das wäre vielleicht etwas näher dran gewesen. Oh nein, jetzt will sie das Reinigungsmittel haben. Och nö. Ich muss ja nur einmal reinlegen, ne? Dann ist es ja auch schon abgehakt, dann ist ja easy. Ne? Reinigungsmittel, genau, Klopapier und Haarbürste. Woher kriegen wir denn eine Haarbürste? Verkauft die hier eine Haarbürste? Klopapier und Haarbürste. Haarbürste. Da ist eine Haarbürste. Ich muss nur einmal ganz kurz reinlegen. Ja, guck nicht so, Junge. Verdammt. Einmal mit Profis. So, und rein. Ey, das gibt's doch nicht. Rein. Das zählt als drin, oder? Ja. Ja. Ganz, was ist mit dir? Du kannst ruhig auf... Oh, Haarbürste. Oh. Okay, gut. Was fehlt noch? Nur noch Klopapier. Wo zur Hölle ist denn Klopapier? Verkauft die hier echt Klopapier? Da vorne ist Klopapier. Oh, die vermissene Karotte. Ja, das ist schade für sie. So, jetzt muss ich hier nur einmal dieses Klopapier wegmopsen. Die hat es nicht gesehen, die hat es nicht gesehen. Sieht aus wie Zewa. Nee, ist Klopapier tatsächlich. Okay. Dann einmal rein damit. We did it! Wir sind einkaufen gegangen. Nice! So, eine neue Aufgabe. Was denn? Sperre die Landbesitzerin in der Garage ein. Oh. Aber erstmal müssen wir, bevor wir das machen, müssen wir doch irgendwie jemanden irgendwas zurückkaufen lassen. Wie kriegen wir denn das hin? Also dem Jungen hier so ein Spielzeug zu geben, hat ja jetzt nicht funktioniert.
Ja, was willst du denn jetzt mit dem Stock, hä? Ist das Stress oder was? Die schlägt mich jetzt aber nicht damit, oder? Wie sie damit rumrennt. Nur ein Speerträger im Krieg. Meine Kasse, meine Kasse, meine Kasse, meine Kasse, meine Kasse, meins, 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 meins. Jippa! Verarscht. Okay, meins. Wunderbar. Hätten wir es auch geschafft. Ja, keine Ahnung. Hey, Junge. Willst du vielleicht das Flugzeug kaufen? Hey. Du hast aber schöne Schnürsenkel. Hey, hier bin ich. Warum rennst du denn weg? Ich habe ein Flugzeug von dir. Möchtest du das nicht haben? Er will es haben, tatsächlich. Oh, 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 oh. Kann ich das jetzt einfach in den Laden legen? Das wäre jetzt noch eine Idee von mir. Pass auf, ich lege es einfach hier hin. Jetzt muss nur die Alte hier hinkommen. Oh, nee. Er rennt einfach weg damit. Nee, das funktioniert nicht. Muss ich ihm das gleich wegmopsen? Was hat sie da gerade versucht zu... Okay, muss ich ihm das wegmopsen und dann dahin legen? Das ist so der einzige Weg, den ich gerade sehe, ne? Ihm irgendwie... das Flugzeug irgendwie da vorne hinzulegen. Ich glaube, die juckt das ja nicht, wenn ich das in der Hand habe, in der Hand, im Maul habe, ne? Ja, ich gehe ja schon, ja, ja, ist ja gut. Was hast du denn hier auf dem Boden? Was ist denn das? Gut, mach du mal. Ich muss mal ganz kurz hier drunter her. Tschüss. Noms, leg das Flugzeug einmal hier hin. So. Ja, da liegt es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, ich will es auch nur mal kurz da hinlegen. Okay, egal, egal, egal. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. So, Junge. Junge, du brauchst das Flugzeug, ne? Kann ich dich jetzt irgendwie in die Richtung schieben? Ja, buh. Geh mal in die Richtung. Nein, 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 du musst jetzt nach unten, du musst jetzt zu deinem Flugzeug. Zu deinem Flugzeug, nicht in die Telefonzelle. Ja, genau, das ist schon generell gar nicht... Ja, ja, er sucht sein Flugzeug. Oh, er geht dahin! Okay, funktioniert das? Er wird es ja wahrscheinlich einfach nehmen, ne? Na, er wird es einfach nehmen. Okay, schade. Ja, gut, das bringt natürlich nichts. Ja, die Alte juckt das auch gar nicht. Ja, dann weiß ich nicht. Wir müssen die ja in die Garage einsperren. Huch, die Garage ist ja auf. Ach, wie schön. Ausgezeichnet. Ich habe eine Idee, wie wir sie einsperren können. Und zwar nehmen wir einfach ein Walkie-Talkie, legen das da rein. Noms. Legen das dann tief in die Garage rein. Dann können wir bestimmt an diesem Band hier ziehen, ne? Muss doch gehen, oder? Wenn wir das jetzt einfach hier so, zack, reinlegen. Dann können wir ziehen. Ja, da können wir dran ziehen. Gut, dann kriegen wir die auf jeden Fall da eingesperrt. Die will ja auf jeden Fall zum Walkie-Talkie gehen. Noms. So, einmal kurz gucken. Vielleicht läuft er jetzt in die Garage. Ah, wo ist er denn? Die läuft... Die hat jetzt hier nicht ehrlich keine... Da, nein, nein, das ist schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Ah! Och, Mann. Was soll denn das? Als ob ich lesen kann. Weißt du, was das bringt? Ah! Oh, nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Ha! Ich höre nichts. Und du? Also, ich höre da nichts. Sperre die Ladenbesitzerin in der Garage ein. Gut, easy. Oh, die macht jetzt bestimmt hier vorne das Tor auf, ne? Aha. Okay, 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 okay. Ey, Junge. Also, ich versuche immer noch irgendwie, irgendwie ihn dazu zu bringen, das Ding hier zu kaufen. Muss die Ladenbesitzerin das sehen oder so? Einmal im Kreis hier rum. Wo ist denn die Alte? Wo ist denn die Alte? Wo ist die? Hey! Wo ist die? Wo ist die Alte? Hä? Wo ist die hin? Ist die... Die ist weg? Die ist weg? Ach, da vorne! Sie sucht den Besen. Ach, komm schon. Du willst jetzt nicht ehrlich einen Besen zusammenbauen. Ey, das brauche ich noch, das ist wichtig. Du musst sie ja irgendwie zurückkaufen, ne? Dankeschön. Drive-by, erstmal aus der Hand gemopst. Und tschüss. Jetzt ist sie da, jetzt ist sie da, jetzt ist sie da. Wenn ich sie jetzt ganz schnell hier hinlege. So, ja, jetzt sind sie beide da. Ich gehe ja, ich gehe ja, ich gehe ja. Och, Mann. Warte. Er will es jetzt nicht ehrlich kaufen, oder? Bist du eigentlich blöd? Ehrlich? Ja, zeig doch nicht auf mich. Oh, Hardcore. Ja, ja. Ich glaube, er kauft's. Er muss echt sein Spielzeug... Oh, der Arme. Oh, dieser arme Hannes, ey. Oh, wir haben es echt geschafft. Das hat echt funktioniert. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das geht. Ach, krass. Das war jetzt auch der letzte Versuch. Oh, gut. Wunderbar, wir haben alle Aufgaben erfüllt. Mich stört ein bisschen, dass Lege in den Korb nicht auch durchgestrichen ist, damit echt alles durchgestrichen ist auf der Liste. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Gut, irgendwas müssen wir doch bestimmt mit dem Radio machen. Ich weiß aber nicht, was... Was können wir denn mit dem Radio? Was bringt das hier auszumachen? Wir können das Radio ja nicht klauen oder so. Wir können das Ding ja auch nicht festhalten. Ne, wir können hier nichts mitmachen.
Das, okay, gut, schade. Das scheint nichts zu bringen. Können wir da irgendwie Wasser drüber kippen oder so? Irgendwie irgendwas kaputt machen? Nee, ich glaube nicht. Ach, schade. Möchtest du dein Spielzeug eigentlich nochmal kaufen? Nur mal so. Hi. Ja, nein, hier, ich habe ein Flugzeug. Ja, genau, oh. Rennen. Wo ist die Alte? Da ist sie. Da. Ja. So. Kauf das jetzt nochmal? Ja, ich bin ja schon weg. Er will's nochmal kaufen. Mann, also, ehrlich, wie dumm kann man denn sein? Oh boy. Er kauft es selber. Wir können ihn einfach arm machen. Er kann den ganzen Tag nur noch sein Flugzeug zurückkaufen. Wunderbar. Weißt du, was jetzt bitter wäre? Wenn du es kaufen würdest und es dir dann irgendeine... Oh mein Gott, Hilfe, was passiert hier? Oh! Wenn es dann irgendeine ganz einfach abziehen würde und nochmal klauen würde. Was hältst du denn davon? Genau. Ich muss einmal ganz kurz hier ran. Oh nein. Jo, man sieht sich. Tschüss. Mann, der Arme. Warum macht es denn so viel Spaß, so ein Arschloch zu sein? Ich weiß es doch auch nicht. Ah, können wir den irgendwie in... Oh, wir können den hier in den Garten bringen, tatsächlich, ne? Nein. Nein, betritt den Garten. Ja, schön. Mann, ich wollte ihn doch nur in den Garten bringen. Ja. Jetzt rennen. Oh. Okay, nice. Hier bin ich. Hey, du willst ein Flugzeug? Hol's dir. Hey. Hey, na, möchte ich mich mal mit dem Gärtner unterhalten? Oh, der kommt hier gar nicht rein. Oh, der geht hier nicht rein. Na, oh, ah, oh. Guck mal, wir haben es hier wiedergegeben. Sind wir nicht nett? Und jetzt nehmen wir es ihm wieder weg. Hey. Hi. Nimmst du doch? Nein. Nein. Oh, nein. Nein. Oh. Okay, gut, das soll es auch reichen hier. Ich möchte euch ja auch weiter zeigen. Ich möchte auch selber wissen, was jetzt weiter abgeht. Gehen wir mal zum nächsten Bereich. Ich denke mal, es geht jetzt hier zum nächsten Bereich, ne? Wir haben ja hier alles abgefrühstückt. Aufgaben sind erfüllt. Die Fragezeichenaufgaben, keine Ahnung. Bestimmt gibt es ja auch noch irgendwo eine Fragezeichenaufgabe. Ich wüsste jetzt aber nicht genau, was ich jetzt hier noch machen kann. Irgendwas Sneakiges. Weiß aber nicht, was. Bestimmt irgendwas mit dem Radio. Ja, du hol mal deinen Stock da und ich gehe jetzt einfach mal. Bis da. Ich könnte hier einen fauligen Apfel hinlegen, ne? Das will ich noch einmal ganz kurz machen. Die hat doch da auch Äpfel zum Verkauf, oder? Nur einmal, vielleicht so als Gag hier, einen Apfel auf die Waage legen. Das bringt nichts. Ah, doch, der hält da. So, ich würde gerne einmal das kaufen. Ah, das holt ihr dann einfach nur direkt hier hin, wenn wir das ausmachen, ne? Okay, gut, egal. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach einmal in den nächsten Bereich. Kommen wir da an die Tür dran? Nein. Schade drum. Okay, Flügel ausfahren. Und dann geht's... Wo geht's hier rechts lang? Irgendwo. Schade. Ich suche hier immer noch irgendwelche sneaky Eingänge, wie das mit der Hecke am Gärtner. Das war schon ziemlich sneaky. Was ist denn hier los? Wo sind wir jetzt hier? Das kriegen wir nicht auf. Huch. Socken und ein BH. Okay, da kommen wir aber nicht rein. Kommen wir denn jetzt hier lang? Hallöchen, ein Brunnen. Okay, ein Korb. Haben wir schon neue Aufgaben? Nee, wir haben noch keinen neuen Bereich anscheinend betreten. Ich verwatsche mich jetzt hier einfach mal. Wo kommen wir denn hier lang? Ach, guck mal, Tor. Kriegen wir das denn auf? Wunderbar, da kommen wir wieder zum Garten tatsächlich, beziehungsweise zu dem Teich vor dem Garten. Das ist ja ganz wunderbar. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie eine Goldmünze, ne? Die können wir doch bestimmt in den Brunnen werfen. Oh ja. Und, hä? Warum können wir die nicht in den Brunnen werfen? Ja, ich wünsche mir, eine Gans zu sein. Jawohl, geil. Okay, gut, das ist schade. Ich dachte, wir hätten mehr mit der Münze vielleicht machen können, aber nein. Gut, dann haben wir jetzt auch das hier aufgemacht. Da kommen wir jetzt hier vorne rein. Genau, hier vorne rein. Da wollen wir ja gar nicht mehr hin. Da haben wir jetzt schon alles erfüllt. Okay, das ist quasi hier Open World. Krass. GT ganz. Blumen, die kann ich aber nicht pflücken. Dann gehen wir einfach mal hier über die Brücke. Und da kommen wir nicht lang. Schade drum. Wir können aber hier ins Wasser, oder? Plopp. Gut, sind wir im Wasser. Wunderbar. Erforschen wir einfach mal die Gegend. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Aha, da oben ist ein Schnuller.
Da kommen wir nicht hin. Oh, da kommen wir doch hin. Einmal um die Kurve driften. Hallöchen. Und... Kommt da jemand, um hier was aufzumachen? Nö. Ein Schnuller? Oh. Schon irgendwie drollig. Na, wir bringen das jetzt bestimmt zum Kind. Na, wir bringen es mal zum Kind zurück. Vielleicht vermisst den Schnuller ja irgendjemand. Und ich glaube, das Kind liegt hier vorne im Wasser. Viel Spaß damit. So, ja, hier geht's aber irgendwie nicht weiter. Also, schade, müssen wir wieder zurück. Setzen wir einmal unser Turbo ein. Schon entspannt, wie sie hier durchs Wasser tümpelt. Oh. Oh, komm schon. Komm, ja, ey, da, als ob du da nicht durchkommst. Mann, ich dachte, da hätte ich jetzt gerade was gefunden. Schade drum. So, hier kommen wir wieder an Land. Ja, gehen wir wieder zurück. Wo müssen wir denn hin? Also da vorne links über die Brücke könnten wir ja auch gehen, ne? Das wäre vielleicht auch nochmal eine Alternative. Okay, ja, der Korb ist auch sehr bequem, schön. Können wir uns vielleicht später nochmal mit beschäftigen. Aber erstmal gehe ich jetzt hier über die Brücke können wir ja nicht. Da war was. Okay, never mind. Dann gehen wir mal hier vorne links lang, während ich von diesem unfassbaren Stein aufgehalten werde. So, hier ist ja der Garten. Wir können ja tatsächlich ein bisschen rauszoomen. Interessiert sich irgendjemand für mich? Hey! Hallo! Ich bin hier! Lass mich rein! Ich bin ganz lieb! Hallo! Ich tue auch keinem was. Aber was für eine Bonzengegend hier. Ach, guck mal. Hi. Da sind meine neuen Opfer. Oh. Oh. Da sind wir drin. Da sind wir einfach drin. Ist das ein Cricket-Schläger? Okay. Interessant. Ist das ein Ball? Wunderbar. Ja, da passiert nicht ganz so viel. Können wir hier rein? Nee. Haben wir jetzt neue Aufgaben? Wir haben neue Aufgaben. Bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu zerbrechen. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Okay, bring den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Okay, binde dir eine Schleife um. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Wasche deine Wäsche mit einem BH, ein paar Socken, einem Pantoffel, einem Seifenstück. Okay, Hi. Puh. Mal eine Zeitung. Was steht denn heute so drin? Die ganz alltägliche Zeitung. Hier kommen doch bestimmt auch durch, oder? Komm schon. Jawohl! Oh, nice. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Was haben wir hier? Können wir da irgendwas mopsen? Können wir das hier? Nee, können wir nicht mopsen. Darin müssen wir wahrscheinlich irgendwas waschen, ne? Würde ich mal schätzen. Da fangen wir doch einfach mal direkt damit an. Wasche die Wäsche. Ein BH, ein paar Socken. Ich glaube, das hing doch hier vorne irgendwo, oder? Nee, im anderen Garten hing das. Hi! Moin! Eine Schleife? Nee. Nee, okay, schade, ich dachte schon. Du machst es wieder zu. Och, du bist aber auch ein Lümmel. Ups! Da Vase und... Kann ich dich irgendwie erschrecken? Nee. Wie kann ich dich denn dazu bringen, die Vase zu zerbrechen? Das ist wahrscheinlich die Vase, die sie meinen, oder? Keine Ahnung. Huch! Whoopsie. Oh. Oh. Das ist laut. Das ist definitiv ziemlich laut. Juckt den Typen eigentlich hier die Vase? Warum stellt man denn eigentlich so einen Gong? So einen Gong da auf? Hi. Oh, oh, sie will. Oh, die ist wieder ein bisschen schneller als ich. Hi. So. Und wenn sie die jetzt aufnimmt, dann drücken wir einfach den Gong. Ach, sie muss den Gong erstmal zurücksetzen, ne? Okay, dann setz den Gong mal zurück für mich. Das ist ja ganz lieb. Warum macht man denn so einen Gong da? Er ist doch maximal nur, um den Nachbarn zu nerven. Sie juckt das aber gar nicht. Gib nur mal ganz kurz her den... Nein, ich brauch die Vase. Die ist wichtig für mich. Du verstehst das einfach nicht. Wo komme ich hier lang? Komme ich irgendwo weg? Komme ich irgendwo wieder weg? Ich komme gar nicht weg. Ich bin eingesperrt in diesem Garten. Hilfe! Hilfe, eine Irre verfolgt mich. Okay, nimm die Vase, alles ist gut. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Was ist denn mit der Alten? Jetzt stellt ihr erstmal wieder den Gong hier zurück. Ja, das kann ich nur von der anderen Seite wegmachen. Merkwürdig. Oh, Pinsel. Gut, nehme ich auch gerne an. Danke dafür. Jetzt will sie diese Vase richtig hinstellen, okay. Oh, komme ich vielleicht an die Klinke da vorne? Geht sie vorne lang? Nee, da vorne geht's nicht lang. Komme ich hier irgendwie rein? Nö, da komme ich auch nicht rein.
Ja, unter der Leiter, da mache ich auch gar nichts. Was denn hier? Oh, eine Schublade. Huch. Oh. Ach, wie schön. Ich brauche das. Einmal ganz kurz. Ich muss das mitnehmen. Du verstehst es nicht. Nimm es mit. Ha. Ich hab's. Ah, ich muss wahrscheinlich die Vase nach hier drüben bringen und dann den Gong anschmeißen, ne? LOL! Juck den nicht, er wirft es einfach rüber. Ach, krass. Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir bringen jetzt einfach, so, zack, dich einmal wieder aufmachen. Können wir das Ding auch einfach klauen hier? Nee, das wäre ja zu einfach. Wir bringen... Oh. Oh. Können wir das Ding denn hier auch klauen? Wir können es klauen! Oh ja, und dann tun wir so, als wären wir die Gans. Ja. Oh! Cool! Cool! Wie geil! Okay, erstmal muss sie aber hier die Schleife sehen. Hey, wo ist sie denn? Da vorne. Oh, ja. Einmal hinstellen. Zack dich! Wo ist sie? Was erschreckt sie sich denn jetzt so? Hat doch gar nichts gemacht. Wovor hast du dich erschrocken? Wovor hast du dich denn jetzt erschrocken? Hä? Warum? Aber ich bin es, ehrlich. Ich bin's. Ich bin's. Was soll ich sagen? Ich bin genau das. Ach Mann, was ist denn mit der Alten? Die ist ja überaus schreckhaft. Hm, vielleicht muss ich das hier noch ein bisschen weiter verstecken. Komm mal her, mein geflügelter Freund. Nein, wir machen jetzt hier keinen Tanz. So, ich muss dich vielleicht etwas mehr verstecken. Ja, es funktioniert super. Toll, dankeschön. Nein, ach, die Vase, ja. Kurz hier vorne hinlegen. Ich muss dieses Ding hier nämlich ein bisschen verstecken. Das ist meins, nein. Sie hat's gesehen. Oh, was ist, wenn wir uns jetzt da hinstellen? Zack. Sie erschreckt sich nicht davor. Sie ist einfach nur wütend. Oh. Oh Mann, das funktioniert nicht. Aber warum? Bing. Okay, pass auf, wir geben dem Boy jetzt einfach mal hier die Vase da drüben, dass er sie wieder rüber wirft. Vielleicht geht die ja dann kaputt. Oh. Was ist, wenn er jetzt die Vase nimmt und er sie dann rüber wirft? Können wir dann den Gong werfen oder so? Warte, wenn wir jetzt den Gong machen, während er sie in der Hand hat. Oh, das muss ich ganz schnell probieren. Ich weiß nicht, ob die schon so kaputt geht, wenn das nur rüber wirft. Er hat sie. Und... Es ist nicht kaputt gegangen. Es ist, aber das war, bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu, aber das war doch gut. Oh, okay, das hat auch so ganz gut funktioniert. Gut, da habe ich etwas zu kompliziert gedacht, glaube ich. Kollege, der Typ, dein Nachbar hat gerade die Vase kaputt gemacht. By the way. Oh, okay, die findet das gar nicht cool, dass wir da stehen. Wir müssen die andere ganz noch weiter verstecken. Oh, die ist beschäftigt. Wir gehen einfach mal hier ganz sneaky am Rand lang. Wir verstecken das Ganze hinten in der Ecke. Oder wir ziehen die einfach ganz weg. Wir ziehen die einfach aus dem Garten raus. Das ist ja noch einfacher. Ja, das ist ja noch viel einfacher. Das ist überhaupt nicht schwierig, die hier... Zieh, Junge! Zieh! Und... Gut, das dürfte ja gehen. So, wunderbar. Jetzt stellen wir uns auf das Podest, ohne dass sie sieht, dass wir uns da hingesetzt haben. Hey, Kollege, darf ich eigentlich deinen Pantoffel klauen? Nee, leider nicht. Er sucht seine Zeitung. Ah, warte, die kann ich dir ja eigentlich auch später geben. So wild ist das ja nicht. Oh mein Gott, die Folge ist auch eigentlich schon vorbei. Wir müssen uns jetzt aber gleich mal da hinstellen. Warte, wie hast du die Vase wieder heil gemacht? Ach, die ist nicht heil. Okay, ich dachte gerade, du hättest sie wieder heil gemacht. Wir müssen uns da hinstellen, während sie nicht hinguckt. Und zack. Batz. Und jetzt sucht sie einen Pinsel. Sie darf nicht hingucken, während wir uns da hinstellen. Ich glaube, sie hat es nicht gesehen, oder? Sie hat es nicht gesehen. Okay, wir müssen jetzt einfach nur einen Moment warten. Ich glaube, das machen wir jetzt die Folge noch. Wenn wir jetzt ganz ruhig halten, könnte sie uns die Dingsbums einfach wieder antun. Die Schleife. Das ist ja unsere Aufgabe, ne? Hilft der Frau, die Büste anzukleiden? Ja, das machen wir später. Bindet dir eine Schleife um. Ja, mir selber kann ich die ja schwer umbinden, ne? Ich muss schon irgendwie...
sie dazu bringen, mir die umzubinden. So. Ah, sie erschreckt sich aber nicht. Ja, perfekt, perfekt. Genau, tu mir die Schleife an. Aber bitte nicht. Oh, yes. Oh, yes. Oh, ich bin so schön. Hallo, ich habe eine Schleife um. Hey, guck dir das mal an. Ich habe eine Schleife um. Oh, wie cool. Ach, schön. Schön, schön. Damit kann ich doch leben. Damit kann ich doch echt leben. Geil. Geil, geil, geil. Okay, ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge. In der nächsten Folge werden wir die ganzen nächsten Aufgaben zumindest versuchen zu absolvieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Was kann ich denn hier machen? Okay, das ist, glaube ich, nur so eine kleine Spielerei. Da passiert aber nichts weiter mit. Ja, ich bin doch hier. Hi, ich bin zum Leben erwacht. Huldige mir! Okay, gut, dann nicht. Oh, was ist denn das für ein schöner Hut? Ah, ich kann gar nicht nur den Hut nehmen. Ich kann auch einfach den ganzen Frosch nehmen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schaue ich mal, was wir dann so anstellen. Nachdem dieser Frosch hier rüber gelandet. Komm her. Wunderbar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.